Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, eurem Teufelskanal des EC Bad Nauheims mit dem großen Hessen-Derby am Freitag, den 14. November 2014. Rote Teufel gegen die Löwen aus Frankfurt, der 10. gegen den 3. Das hört sich zwar deutlich an, aber so ist es nicht, denn in der DL2 geht es derart eng zu in dieser Saison. Nur 4 Punkte trennen beide Teams und nach der Länderspielpause waren natürlich beide heiß auf Zählbares. Die Roten Teufel sind ja zuletzt zu Hause in einer tollen Serie. Nur gegen Bietigheim hatte man verloren und die Frankfurter sie aus 8 Spielen immer gepunktet und das hat sie nach vorne katapultiert in der Tabelle. Ausverkauftes Haus im Kolonialstadion, 4.400 Fans waren gekommen und dann gleich mal ab in dieses Spiel. Beide Mannschaften in Bestbesetzung, bei den Roten Teufel natürlich den Ringwald nicht mit dabei, aber dafür Neuzugang David Hayek zum ersten Mal im Einsatz. Und die Roten Teufel, sie gaben gleich, wie man das ja kennt, zu Hause Gas. In der 4. Minute, Riesengelegenheit von Vitali Arp und Brian Hogan mit dem Schoner zur Stelle. Die Roten Teufel gaben den Ton an. Die zweite Formation über Helms und über Beka und wieder scheitert man am Goalie der Frankfurter. Da war also einiges drin für die Roten Teufel, die dann in Überzahl spielen konnten. Und hier noch im ersten Versuch scheiterten, dann Bulli-Gewinn von Gerbig. Ein Schuss und Gerbig wieder tippt er an, nur das ganz kurz das Hartgummi. 1-0, 6. Minute nach dem Schuss von Daniel Upholzer war er zur Stelle, markiert das Tor in Überzahl in der 6. Spielminute. Hier zu sehen, wie er nur leicht die Kelle reinhält. Und das kann kein Tor der Welt halten. 1-0 Führung für die Roten Teufel, die erstmalig in den Rübenbauern-Trikots antraten, die nur in den Derbys hier zum Einsatz kommen. Also da waren die Fans natürlich aus dem Häuschen und die Hausherrin, sie setzte nach. Sie holt das zweite Tor, Kyle Helms, 9. Minute. Wieder Hogan zur Stelle und hier schon mal so die ersten Anzeichen, was ein Derby ausmacht. Da ist natürlich einiges an Körpersprache mit dabei und Trash Talk natürlich sowieso. Es dauerte bis zur 13. Minute, ehe die Gäste mal Jan Gorica gefährlich prüften. Hier war es mit diesem Schlagschuss. Und das war so ein bisschen der Aufgalopp für die Löwen, die jetzt besser ins Spiel kamen. Und Jan Gorica bekam immer mehr zu tun. Musste hier gleich mal wieder zupacken. Und dann eine Strafzeit gegen Dujan Frosch. 15. Minute musste er raus. Also jetzt die Löwen mal mit einem Mann mehr. Die Roten Teufel hatten ja schon ein Powerplay-Tor geschossen. Bringen hier das Hartgummi zwar raus, aber es kommt postwendend wieder zurück in ihre Verteidigungszone und er sieht Wasch, Nick Mazzolini und er macht den Ausgleich. 1-1, 16. Minute. Ein schöner Pass und der Kanadier. Also 1-1 nach den ersten 20 Minuten, das geht, denke ich mal, so in Ordnung. Dann ab in den zweiten Abschnitt. Riesengelegenheit. 21. Minute, Frosch auf Arp und Hogan rettet in höchster Not. Aber das war es eigentlich auch fast schon, was die Hausherrin im Mittelabschnitt zu bieten hatten, denn die Löwen bekamen immer mehr Spielanteile, setzten die Bad Nauheimer Abwehr so richtig unter Druck, das schmeckte ihnen überhaupt nicht. Nur sehr schwer kam man von hinten mal heraus, immer wieder kam die Scheibe postwendend zurück und Jan Gorica bekam doch mehr Arbeit, als ihm da lieb sein konnte. Und dann kam es so, wie es fast schon kommen musste, nämlich die Führung in der 32. Minute für die Löwen. Liesegang konnte hier den Schlagschuss leicht abfälschen, diesen Blue Liner. Und es stand also 1-2. Und jetzt mussten die Roten Teufel aufpassen, denn hier Schwarz mit einer Szene. Jan Gorica wieder zur Stelle. Jetzt musste man aufpassen, dass man nicht noch das dritte Tor kurz vor der zweiten Pause kassieren würde. Denn auch Mazzolini hatte noch einmal eine Riesengelegenheit und er zuckt die Pfanne an von Jan Gorica. Also das war so ein bisschen die Lebensversicherung hier in dieser Phase des Spiels. Er zückt sie hoch und er hat das Hartgummi fest. Also 1-2 nach 40 Minuten. Aufreger dann zu Beginn des letzten Drittels. Ein Schuss von Paris. Die Scheibe kommt zu ab. Ein vermeintliches Tor, der vermeintliche Ausgleich. Aber der Referee zeigt kein Tor. Er hatte vorher gepfiffen. Aber warum? Patrick Strauch, der Kapitän, fragt nach. Völlig unverständlich. Das Hartgummi sprang nämlich Brian Hogan von der Fanghand wieder heraus und direkt auf die Kelle von Vitali ab. Aber der Unparteiische hier zu sehen. Und dann kam der Pfiff. Er konnte es vielleicht nicht sehen. Aus unserer Sicht hätte er es möglicherweise sehen können, denn wo soll die Scheibe denn herkommen? Aber sie gräbten sich nicht, die Roten Teufel. Sie knüpften an diesen vermeintlichen Treffer und machten jetzt den richtigen. Das 2-2, 54. Minute. Patrick Strauch steht im Slot, wie so oft schon gesehen in der Saison. Und dann macht er das Tor eiskalt rein und die Fans jetzt völlig aus dem Häuschen. Jetzt war es genau das Derby, was man sich erhofft hatte. Alles drin in diesem Spiel. Tore, Strafzeiten, aufregende Szenen. Und sogar noch diese hier hinzu. Ein Check von Daniel Ketter an David Chespiva. Und danach entwickelte sich eine handfeste Rauferei. Nämlich Norman Mahn wollte hier seinen Teamkameraden rächen. Und da gehen die beiden in den Infight. Ketter gegen Martins.
noch nicht ausmachen, wer hier die Oberhand behalten würde. Beide taxieren hier noch aus. Jetzt bekommt Daniel Ketter so langsam das Trikot übergezogen. Denkt man schon, vielleicht ist es vorbei, aber er kann sich wieder befreien. Und jetzt gleich die entscheidende Szene in diesem Fight. Nämlich mit diesem Treffer. Und das war ein Wirkungstreffer. Und jetzt hatte Daniel Ketter den Fight für sich entschieden. Kann Martins hier besiegen in diesem Kampf. Und bekommt natürlich auch den Applaus seiner Teamkameraden. Aber Jens Bieber musste verletzt raus. Außerdem ein Check in Kopf und Nacken hat immer eine Spieldauer-Disziplinarstrafe zur Folge. Und der Daniel Ketter wurde hinterher sogar noch vom Disziplinarausschuss am nächsten Tag für 3 Spiele gesperrt. Auch wenn es Petri Kurial und Daniel Henrici nicht wahrhaben wollten. Es war so, man musste jetzt 5 Minuten Unterzahl überstehen, das war klar. Und jetzt war Jan Gurica gefragt. Er stand im Fokus, ließ alles hier, ließ die Frankfurter verzweifeln, hielt alles fest, was auf seinen Kasten kam. Man überstand diese 5 Minuten. Es ging in die Overtime. 2:2 also nach 60 Minuten. Und die Frankfurter in der 62. Spielminute hatten eine Riesengelegenheit auf den Siegtreffer. Viel Tumult vor Jan Gurica mit allem, was er hatte und was die Verteidiger hatten, wurde hier verteidigt. Die Frankfurter bekommen die Hartgummischeibe einfach nicht ins Netz. Und dann auf der Gegenseite mal ein konstruktiver Angriff über Matt Baker. Ein kleiner Trick, kleiner Move hinter dem Tor. Sieht jetzt Kyle Helms und er macht das Ding. 3:2. Der Siegtreffer nach Verlängerung. Nach exakt 62 Minuten und 38 Sekunden macht Kyle Helms, der Deutsch-Kanadier, den Siegtreffer zum 3:2 Sieg nach Verlängerung im Derby gegen die Löwen. Macht man also einen Punkt gut in der Tabelle. Aber viel wichtiger ist natürlich auch für die Fans das Prestige, nämlich dass man die Frankfurter sowohl im Hinspiel in Frankfurt 5:4 als auch hier zu Hause 3:2-0 schlagen konnte. Jetzt stehen 3 Auswärtsspiele auf dem Programm. Das nächste Heimspiel erst am Sonntag, den 23. November gegen den SC Rissasee um 18:30 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr auch wieder mit dabei seid im Stadion und hier bei Timeout. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Macht's gut.